Was geht ab, Leute? Willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute wieder mit Lars. Ich denke, es ist relativ schwer zu übersehen. Bro, ich bin voll slim. Ja, ich weiß, Bredis, du machst dich sehr gut hier in den Videos. Was machen wir heute? Over underrated. Ihr seht schon, ich habe hier was vorbereitet. Einmal hier mein Zettel. Lars hat auch einen Zettel. Hallo. Da stehen vier Modelle drauf. Wir werden uns die abwechselnd, oder Tobi? Wie hast du es geplant? Jawohl. Tobi, Meister der Regie hinter der Kamera. Abwechselnd gegenseitig die Schuhe, die wir vorbereitet haben, nennen. Und dann werden wir drüber sprechen. Sind die overrated? Sind die underrated? Warum? Wie? Wo? Was? War letztes Mal, glaube ich, relativ witzig. Wir haben die Begriffe schon mal gesehen, dass es jetzt ganz krass unvorbereitet ist. Ja, okay, komm Lars, komm und go. Also, mein erster Begriff, und ich glaube, damit hast du nicht gerechnet. Ja. Fear of God Essentials. Fear of God Essentials? Overrated oder underrated. Also, tragen ja schon relativ viele Leute. Ja. Im Fußballerbereich, das ist sehr groß. Auch, also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das jetzt raten soll. Mhm. Also, darf man auch was dazwischen sagen? Darf man auch sagen, so nichts davon? Ich glaube, man sollte sich festlegen. Schön. Damit die Leute auch wieder haten können. Ach so, okay, ja, nee, dass man, nicht, dass ich noch unangreifbar bin. Ja, also, man muss ja immer, okay, man muss ja immer Angriffsfläche bieten. Ja, nee, aber dann sage ich overrated. Overrated? Und eigentlich ist mein Standpunkt, um das nachvollziehen zu können, ist mein Standpunkt, dass ich finde, die sind ja nicht krass overpriced. Mhm. Und das ist auch nothing too crazy, so. Mhm. Also, das ist eigentlich okay. Aber ich finde dafür, dass das so viele rocken und dass da, also, ich verstehe schon die Wave, aber ich finde es ein bisschen arg. Also so, ich meine, da steht halt Essentials drauf und der Strick-Hoodie ist todesnice. Der Rest ist mir aber, also ist okay. Also ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt überlege, aktiv das zu kaufen. Ja, ich würde auch so das einordnen. Also hätte ich so eingeordnet, wenn man es so, wenn man die Frage gestellt hätte. Ja, okay, da sind wir doch mal einer Meinung. Das kommt auch nicht oft vor. Okay. Das stimmt allerdings. Nächster Schuh bin ich relativ empfindlich, also bitte nicht zu sehr ins Detail gehen, bitte nicht zu sehr in den Dreck ziehen. New Balance 992. Okay, New Balance. New Balance generell ist für mich im Moment nicht so ein großes Thema wie bei euch. Ja. Aber die machen schon coole Sneaker. Ich finde jetzt aber der 992, was kostet der Retail? 220 Euro oder so? Ja. Okay. Und hat der Resale? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Also kommt drauf an, welcher. Also jetzt der Jaun schon. Ja, oder? Ja. Also, das sind ja auch Filme. Also für mich. Immer nice, aber okay, ja. Für mich auf jeden Fall nicht overrated, weil. Alter Ehrenmann. Weil den haben ja nicht viele auf dem Schirm. Also es ist nicht so. Es ist schon so, man zeichnet sich schon ab, New Balance kommt so ein bisschen zurück so. Mhm. Aber jetzt noch nichts. Ist jetzt noch nicht so, dass krass im Hype ist. Dementsprechend muss ich dann sagen, wenn wir uns festlegen müssen, dass das sogar underrated ist, weil. New Balance hat immer gute Qualität, die Schuhe halten lang. Der Schuh sieht jetzt auch nicht, ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, aber er sieht jetzt auch nicht super cringe aus. Ist halt dieser Dad-Schuh-Vibe. Ja, und daher muss ich sagen, underrated. Ich denke, da ist noch Luft nach oben, was den Hype angeht. Mhm. Das wird sich auch noch abzeichnen, wenn New Balance da ein paar gute Moves macht. Daher. Ja. Ja. Okay, easy. Ich dachte, du redest jetzt dagegen. Weil Anton und ich, vor allem, ich bin so ein bisschen auf diesen Film, oder ich glaube Anton mittlerweile auch relativ heavy. Aber okay, wir hatten das auch letztens drüber, gell, ob die auch diesen großen Hype bekommen können. Ja. Bin ich auch mal gespannt, ob da noch irgendwelche Moves kommen. Oder ob es bei so einer Jaden Smith Collab bleibt. Wenn man sich da ein paar geile Acts kommt, das Collab. Ja, könnte schon wild werden, aber ich glaube, da ist noch einiges an Doing nötig, um da vielleicht so in Richtung Jordan Hype oder so zu kommen. Aber gut, next off. Next off. Mein nächster Begriff, jetzt wird es glaube ich interessant, ist der Yeezy Foam Runner. Mhm. Overrated oder underrated? Ja, ich finde, das sind so übelst schwierige Sachen. Warum? Ja, weil der jetzt auch wieder nichts ist, was jeder hat. Aber auch speziell ist, so wie New Balance. Aber ich würde trotzdem sagen, overrated. Weil ich der Meinung bin, wenn es kein Yeezy wäre, würde das Ding niemand mit dem Arsch angucken. Weiß ja nicht, inwiefern man das sagen kann, weil ja viel über Branding geht so, aber rein optisch vom Style-Faktor, von der Silhouette, bin ich der Meinung, dass das eine ganz schwierige Nummer ist und dass das immer overrated ist, das Ding. Ja gut, da könntest du jetzt aber auch sagen, wenn jetzt hier auf dem Jordan jetzt kein Jordan-Logo drauf wäre, sondern kein Swoosh-Logo drauf wäre auf dem 1er Jordan und das wäre irgendwie. Ja, Pfeil, das macht ja auch Freude. Aber ja, also man,
man könnte es ja immer irgendwie als Argument bringen, dass... Schon, aber ich finde, an sich sehen die auch deutlich ästhetischer am Fuß aus, okay, als jetzt sowas. Ja, ist auf jeden Fall ungewohnt. Also ist meine Meinung, schreibt auch immer gerne zu jedem Schuh eure Meinung in die Kommentare. Es ist jetzt kein ganz klassisches overrated Beispiel, weil es halt, wie gesagt, das halt alle haben. So hätten es jetzt alle oder viele Leute schon, da hätte ich jetzt echt gesagt, okay, ist ein bisschen arg, aber so... Der Schuh kostet halt 300 bis 400 Euro. Mhm. Das heißt, den wollen auch viele anscheinend. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dem hast du nichts mehr hinzuzufügen. Dann bist du jetzt dran. Der nächste ist was für dich. Mhm. Und zwar sind es die Yeezy Slides. Lars ist der Yeezy Slide Minister. Also zu den Yeezy Slides kann ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und zwar... am Anfang wussten die Leute, glaube ich, nicht so richtig, wie sie die einordnen sollen. Ich bin dementsprechend einfach morgens aufgewacht, habe im Halbschlaf da ganz easy diese Earth Brown oder so, wie die heißen, gekauft. Und die gingen am Anfang 60, 70 Euro im Resale. Dann habe ich die so aus Spaß, also 55 Euro war jetzt nicht zu teuer. Und dann habe ich die aus Spaß getragen und auf einmal waren die irgendwie bei 300 Euro, 400 Euro. Echt? Dein Colorway auch? 375 Stockings jetzt kaufen. Und dementsprechend ist es jetzt natürlich schwierig, das einzuordnen, aber ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall overrated, weil es halt... Ja, also für den Preis. Für den Preis sind sie auf jeden Fall overrated, weil es halt nur... Es ist halt nur ein Stück Plastik oder, wenn ihr das Material kennt, tut mir leid, im Endeffekt nur ein Stück Plastik, was halt am Fuß ist. Ja, für 55 Euro kein Thema, vielleicht für 100 auch noch, aber... 400 Euro. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, dass die so hochgegangen sind. Ich auch nicht. Ich habe auf einmal geguckt, auf einmal habe ich ein bisschen gecried, dass ich sie dann auch gerockt habe. Na gut, ja, nee, für den Preis safe immer. Ja. Okay. So, next auch von dir. Ah, passend zum Thema heute Morgen. Babestar. Overrated oder underrated? Erster Link in der Bio findet ihr die Heat Movement App. Da gab es heute Morgen einen fetten Suppressor von Babestar. Haben einige, die natürlich die App haben, natürlich schon bekommen. Wenn ihr leer ausgegangen seid, würde ich euch den ersten Link in der Bio empfehlen. Vielen Dank auch Lars fürs Zeigen. Nochmal, wo man es findet, falls ihr nicht wisst, wo die Bio ist. Nämlich direkt hier, unter dem Video. Hier, da. Genau. So, kommen wir zum Babestar. Und jetzt mache ich die übelst runter, Top. Ja, die sind halt... Ich blick diesen Film, aber wir hatten halt auch schon den Triple White hier, den Babestar. Ja. Und du kennst meine Immo dazu. Das ist halt... Wenn du hier den Babestar hast und hier den Air Force, das ist halt einfach ein Air Force für das Dreifache vom Geld. Ja, aber... Also change my mind. Und ich finde auch... Also an sich diese fancy Colorways, da kann man immer drüber reden, wenn du so der Typ dafür bist. Da kam jetzt ja heute Morgen einer orange Swoosh mit so mit diesen hinten drauf, mit diesem Babestar Font und beiges Upper und so. Da gibt es ja jetzt keinen Pendant von Nike so direkt dazu. Ja. Da kann man immer drüber reden, wenn man das genau das halt geil findet. Oder so ein Türkisner, der war jetzt glaube ich für Frauen, aber da hat Anton auch gemeint, oh, Colorways nice. Aber wenn man einen Triple White Babestar rockt, also ich will ja jetzt auch nicht judgen drüber, aber das ist wirklich geisteskrank unnötig. Also das finde ich wirklich, das wäre wie, wenn ihr eine 100 Euro Nike Shorts rockt und anstatt diesem kleinen Swoosh steht in dem Swoosh noch irgendwie so Virgil oder so. Was man optisch fast nicht sieht und das ist Hauptsache das Dreifache vom Preis. So, immer meine... Die Kim Jones Shorts von Anton. Ja, wobei, da gibt es auch kein Pendant 1:1 Lookalike. Ja. Also die sieht doch nice aus. Also der Anton hat so eine Kim Jones Short für 90 Euro, glaube ich, kostet die. Ja. Aber die sieht, also Immo sieht die auch irgendwo nice aus. Da kann man schon... Aber wenn es jetzt 1:1 die gleiche Hose für 25 Euro geben würde, wäre das Immo genau das gleiche wie im Babestar. Und deswegen sage ich, dass das overrated ist, wenn man es jetzt auf den Triple White beziehen möchte. Ja, genau. Das kann ich jetzt so nachvollziehen, dass die Leute das so kaufen, weil vor allem... Also wenn man einen Triple White Air Force hat, ich schwöre, nach 2 Monaten sieht der ja auch wieder übelst runtergerotzt aus. Ja, zumindest bei mir, weil ich den von 7 Tage die Woche, habe ich 4 bis vielleicht 5 Mal die Woche keinen Bock, mich da groß mir zu überlegen, was ich rock. Dann ziehe ich wieder einen Triple White an, dann crease der übelst. Man weiß ja nicht, wie sich der Babestar da verhält. Es gibt halt wirklich sehr krasse Colorways, Kanye Collab und so, aber kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das stimmt. Ja, sowas natürlich ist vielleicht ein bisschen exkludiert von der Aussage, aber so Triple White Babestar ist... Immer sehr schwierig. Dann haben wir es ja. Gut. 4D. Kein spezielles Modell, sondern 4D habe ich hier auf dem Zettel stehen. Also, das ist wirklich nice, dass die Fragen auch so ein bisschen zu unserer aktuellen Situation teilweise passen. Und zwar habe ich mir in der Dealtime-App... Zweiter Link heute in der Bio, die Dealtime-App, unsere andere App für alle Sales. Auch wenn wir tot gehatet und das Video wird todes abgemahnt, weil es nur Werbung ist.
habe ich mir den Ultra 4D Chalk White Core White, nee, nicht Core White, Chalk White gesichert für 110 Euro statt 220 Euro. Das ist ja wirklich ein krasser Deal. Wie findet man denn solche Deals? Also da gehört wirklich viel Arbeit und viel Erfahrung dazu. Ja. Und das nochmal alles. Und auch der Wille, den Usern immer die besten Angebote zu präsentieren. Das macht doch wirklich die Dealtime-App aus, oder? Also wenn man mal ganz objektiv über so eine App sprechen darf. Ja, ja. Okay. Wenn man da mal ganz objektiv drüber sprechen darf, weil ich meine, das können wir natürlich auch in unserer Situation. Ja, ja, safe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir den gesichert. Auf jeden Fall habe ich mir den gesichert. Und also ich finde den wirklich krass. Also die 4D-Sohle sowieso super iconic. Ist es der, sorry, wenn ich unterbreche, den wir im LPU-Video hatten? Oder nee, warte, nicht im LPU, im Sommerschuh-Video? Dann findet ihr jetzt hier ein verlinktes i. Schaut euch gerne die besten Sommerschuhe 2021 an. Ich schwöre, ey, ich mache Querverlinkungen in alle Richtungen. Ey, klein müssen die mir noch auf OnlyFans folgen. Unten ist auch noch ein Link auf die Amazon-Startseite. Schön. Du hast dir den weißen gesichert. Ja, ich finde den wirklich sehr krass. Ich finde auch die 4D-Sohle kommt einfach, das ist sowas, was man so noch nicht gesehen hat, was so wirklich speziell aussieht. Der Komfort ist jetzt nicht super nice, also es ist ein stabiler Schuh, aber es ist jetzt nicht crazy. Adidas hat halt den 4D-Hype ein bisschen, Ich finde, die haben das total gewastet, ja, den 4D-Hype. Immo, wenn ich mich da jetzt mal kurz einschalten darf. Ja. Das ist, also auch vom Tragekomfort, ich hatte ja auch im Sommervideo gesagt, da habe ich den Schuh gezeigt, das ist halt schon relativ hart, ne? Also im Vergleich mit Boost ist da eher schwierig. Nee. Aber hätten die damals den 4D-Hype, die hatten ja brutal Hype, die ersten, ja, 4D-Modelle, die hatten ja über 1000 der OG. Euro damals, ja, geisteskrank. Und der aber so an sich, also was overrated oder underrated zu 4D? Ich finde, es ist sehr underrated, weil ich bin der Meinung, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinarbeiten wollte, dieser Schuh, wenn Adidas ein bisschen aktueller wäre und ein bisschen beliebter wäre, wäre dieser Schuh sold out und hätte sogar ein bisschen Resell. Und dementsprechend total underrated. Und sobald da nochmal was von Jerry Lorenzo und Adidas kommt und das irgendwie ein bisschen mehr in den Mainstream kommt, wird der Schuh meiner Meinung nach auch wieder hochgehen und die Leute werden auch wieder auf diese Welle mit aufspringen und das auch erkennen, dass 4D wirklich was Besonderes ist, weil es einfach eine Optik ist, die man so halt nicht nochmal hat. Glaube ich auch. Es gab noch nie so diese Wave, wo viele das gerockt haben, und dafür ist es eigentlich zu krass, dass das, also immer wird es noch kommen. Ja. Gerade der Ultra 4D. Also wenn Adidas natürlich hinkriegt, so von allein kommt das nicht, aber wenn Adidas ein paar Moves macht, wird es kommen. Und gerade der Ultra 4D, Ultra Boost 1.0 Upper und diese moderne 4D-Sohle, also jetzt ist es natürlich nicht mehr krass modern, aber diese ikonische 4D-Sohle ist einfach Ikonismus. Top. Ja, iconic auf einem ganz anderen Level. Ja, ich weiß, es ist auch immer, ich merke das auch so, diese ganzen, und dann hier New Balance und Jordan und alles, aber ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich mir vielleicht nochmal so ein 4D, den OG vielleicht hole, aber ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, weil der Retail auch nicht ganz niedrig ist, außer natürlich, man findet einen krassen Ziel in der Dealtime App. Aber, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so wie du. Tatsächlich hat Rin auch ein 4D in seinem letzten Musikvideo gerockt. Vielleicht ist das so ein Startschuss, dass das Ganze mal wieder ein bisschen populärer. Vielleicht war es generell auch ein Schuss. Das kann auch sein. Auf Nike. Aber Schuss auf Nike feiern wir nicht. Denn in der Hitmuffin-App bekommt ihr alle Releases zu Nike. Nee, aber es beruhigt euch. Das war ein kostbarer Typ. So, next off. Cringe. So wild. Du. Ah, ich bin dran, tatsächlich. Ja, ja. Ich habe als nächsten und als letzten Begriff Drake, bzw. Nike X Nocta, die Marke von Drake. Also Nike X Drake Nocta. Ja. Okay. So Nocta. Also ich drop's jetzt straight raus, das ist overrated Email. Die Collab ist nice, Drake zu wild ist wirklich, also gibt's Imo keinen krasseren Artist aktuell, krasseren, größeren, aber. Ich finde, das ist so. Die Sachen an sich hauen mich nicht so um. Also wir haben ja hier sehr, sehr viel im Office alles und Luca und so ist da, hat da immer viel, aber auch die Puffer, diese gelbe Puffer, die jetzt auch viele Rapper haben, ich blick so irgendwie die Filme nicht. Oh, die das fand ich schon geisteskrank. Ich find's echt. Ja. Aber warum? Also ich sag jetzt nicht, dass die scheiße ist, aber was kostet die? 400? 500? Ja, 400 Euro, so 440. Das ist eine gelbe Nike-Puffer. Also wenn das jetzt nicht in der Collab mit Drake wäre, hätte es doch niemand gejuckt, das Ding. Ja, natürlich, darum geht es halt aber auch immer ein bisschen, dass man sich damit mit dem Künstler identifiziert. Ich meine, kein Mensch würde sich so Tour-Merch anziehen von Travis, wenn es gehen würde. Also, ja, safe, aber ich gucke immer auch gern so auf die Teile an sich, wie die so, wie vom sag ich jetzt mal, Design oder so. Aber da finde ich, das ist,
was ist nicht irgendwie geil genug irgendwie für, dafür, dass diese großen Namen Nike und Drake da dabei sind. Da hätte man irgendwie was anderes, was Geileres immer bringen können. Das stimmt. Und auch die Fits sind wirklich sehr cringe. Also ja, diese Sportfits oft, da ja, teilweise. Genau, da hat doch mal einer so einen Hoodie gehabt und es war wie so ein Laufhoodie. Ja, so. Das war ein bisschen irgendwie... Da kam irgendwie das, was die da irgendwie gemacht haben, kam irgendwie nicht so bei uns an. Also? Overrated. Würde ich auch so sagen. Also, man muss sich ja für eins entscheiden. Ja, ich sage jetzt nicht, das ist geistkrank overrated, übelst unnötig, aber wenn man sich für eins entscheiden muss. Ja. Und was man sagen muss, noch dazu. Ja, bitte. Luca hat sich den Hoodie gekauft und nach einmal waschen sind zwei Buchstaben von Nocta abgefallen und dann stand da irgendwie nur noch OTA oder so. Es gibt eine fette Anzeige. Also, ja, da ist die Anzeige stimmt. raus auf jeden Fall. So. Travis X Nike habe ich hier auf dem Zettel. Oh, anknüpfend an Drake X Nike. Oh, overrated, underrated. Weil du. Das ist geisteskrank schwierig. Weil die Grenzen, finde ich, auch so verschwimmen. Aber wenn es jetzt um Travis X Nike geht, dann geht es ja auch wirklich nur um die Sachen, die er mit Nike zusammen gemacht hat. Die Schuhe. Ja, und das ich würde vielleicht das Jordan vielleicht noch mit reinnehmen. Jordan, das gibt ja auch Apparel. Ja. Also im Endeffekt hat er ja auch, glaube ich, hat er ja keine Collab mit Nike, sondern mit Jordan gemacht. Also, glaube ich, kein. Ah, nee. Air Force. Air Force, ja. Also mit Nike und Jordan. Ne? Ja. Air Force, natürlich. Underrated oder overrated, das ist jetzt halt ganz schwierig. Ach jo, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich sagen sollte. Also, ich weiß, was ich sagen will. Die Schuhe sind die meisten Schuhe, außer jetzt der Air Jordan 34 und vielleicht der Air Max 270 React. Jetzt nur ein doof Schuss, wenn den irgendjemand hat, aber das ist jetzt nichts für mich persönlich. Meine Lieblingsschuhe. Die Schuhe sind wirklich sehr krass. Also da kann man wirklich gar nichts dagegen sagen. Unfassbar nice umgesetzt. Die meisten Sachen sind auch sehr wearable. Ja. Kannst du eigentlich zu fast allem tragen. Jetzt gerade den Einsatz zum Beispiel. Und auch der Vierer, super krass. Ja, die Air Force auch clean, zum Beispiel mit diesem Metallic Swoosh, sehr wearable und auch dieser in diesem afrikanischen Styles da mit diesem Patchwork-Muster, auch sehr krass. Aber man muss sehen, dass dieser Air Force halt 1300, 1400 Euro kostet und es immer noch nur ein Air Force ist. Und das hätte ich nämlich auch gesagt, dass das, glaube ich, vielleicht schon sogar zu clean ist für das den Ding, Preis. Aber genau, das Ding ist, wenn ich mich nicht festlegen müsste, würde ich sagen, es liegt irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich mich festlegen muss, muss ich eigentlich sagen, es ist overrated, weil halt ein Schuh für 1.400, 1.500, 1.300, 2.000 Euro... Ich glaube, der kostet sogar noch mehr, der Air Force. Das kann gut sein. Ich glaube, der kostet über 2.000 sogar schon, der OG-Safe. Ja, also ein Schuh in dem Preisbereich kann meiner Meinung nach nur overrated sein, weil es immer noch nur ein Schuh ist. Ja gut, okay, ist auch eine Einstellung, wenn man sagt, generell, egal welcher Schuh. Ja, finde ich aber auch. An sich sind die Sachen übelst nice. Travis, bester Mann, so. Bester Mann. Aber halt preistechnisch ist halt schon, oder der Einser, der High, der geht ja auch jetzt für 1,5 oder was der geht. Roundabout. Ja. Das finde ich schon auch TBH etwas zu viel. Ey, der schreibt wieder TBH, jetzt wieder ein WhatsApp-Tipp rein. Echt so. Ja, also ich denke, ihr könnt auf FMI-Basis könnt ihr das nachvollziehen. Schön, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Schreibt gerne eure Meinung zu den einzelnen Sachen in die Kommentare. Ich hoffe, das Video wurde jetzt nicht zu lang, aber ich glaube, das sollte noch passen. Lars, schön, dass du wieder dabei warst. Es war mir wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Weil außerhalb der YouTube-Videos haben wir nämlich keinen Kontakt. Nee. Und dann... Wir schweigen uns immer in WhatsApp-Chats an. Ja. Wir schreiben die ganze Zeit so Pünktchen, da schreibe ich Pünktchen. Und manchmal schicke ich auch Herz, aber manchmal schreibst du nichts zurück. Meistens. Like gerne das Video, abonniert auf jeden Fall gerne den Channel. Schreibt gerne einen Kommentar und dann hören wir uns im nächsten Video. Checkt auch auf jeden Fall gerne die Dealtime-App ab. Das ist unter anderem ein Projekt, was Lars betreut und ihm sehr am Herzen liegt, was er circa so ernst nimmt wie dieses Video hier. Und dann hören wir uns im nächsten Video.